In diesem Video geht es um die sogenannte Spannenergie und ich würde gerne mit euch die Formel für diese Energie herleiten oder vielleicht besser gesagt motivieren. Dazu bräuchten wir aber einen Hilfsbegriff und zwar die physikalische Arbeit, die üblicherweise mit dem Großbuchstaben W bezeichnet wird. Und die Definition der physikalischen Arbeit ist folgende. Physikalische Arbeit W ist die Energie, die aufgrund von wirkenden Kräften auf einen Körper übertragen wird. In diesem Zusammenhang sagt man gerne, an dem Körper wird Arbeit verrichtet. So, ich hoffe, das wird gleich klar sein, wenn wir jetzt ein Beispiel durchrechnen. Und zwar schauen wir uns jetzt die Höhenenergie an und daraus werden wir die Herleitung für die Arbeit durchführen. Und es geht jetzt um folgende Situation. Wir haben jetzt einen Ball, eine Masse M und diese Masse M befindet sich über dem Boden und zwar in einer Höhe S. Und das würde ich gerne als S bezeichnen, weil am Ende wird diese Höhe allgemeiner zu einer Strecke. In dieser Situation gibt es eine Kraft, die wirkt, und zwar die Schwerkraft, die wir mit Hilfe der Formel die Schwerkraft Fg ist gleich die Masse mal Ortsfaktor berechnen können. So, wenn wir jetzt die Masse auf eine Höhe S bringen, verrichten wir an dem Körper folgende Arbeit. Diese entspricht nämlich der Höhenenergie. Das heißt, die Energie, die wir da reinstecken, ist im Prinzip gleich der Höhenenergie. Wir können also die Arbeit gleich Höhenenergie gleichsetzen. Die Höhenenergie ist m mal g mal s in diesem Fall. Also Masse mal Ortsfaktor mal die Höhe, um die wir das Ganze angehoben haben. Hier habe ich jetzt die Größen, die in der Zeichnung vorkommen, entsprechend farbig markiert. Und wir sehen an dieser Stelle, m mal g ist ja nichts anderes als die Schwerkraft. Das heißt, die Höhenenergie ist nichts anderes als die Schwerkraft multipliziert mit der Strecke, um die wir unsere Masse angehoben haben. Und jetzt wollen wir das Ganze großzügig verallgemeinern und sagen, die Arbeit ist eine Strecke, die wir entlang dieser wir eine Kraft überwinden. Also eine Verallgemeinerung. Die Arbeit W ist das Produkt der Strecke und der Kraft entlang dieser Strecke. Allgemein können wir also schreiben, die Arbeit ist Kraft mal Strecke. Ganz wichtig an dieser Stelle, die Kraft und die Strecke müssen parallel zueinander sein. Und eine Anmerkung, da Arbeit und Energie im Kontext physikalischer Fragestellungen denselben Wert haben, schreiben wir oft auch, dass die Energie Kraft mal Strecke ist, was vielleicht nicht immer ganz richtig ist, aber für die Schulphysik reicht das an vielen Stellen vollkommen aus. Und den Schritt von der Arbeit in die Energie werden wir öfter überspringen. Jetzt kommen wir zu der Spannenergie an sich. Die Spannenergie hat etwas mit einer Feder zu tun. Und zwar geht es um die Fragestellung, welche Arbeit wird verrichtet, wenn eine Feder zusammengepresst bzw. auseinandergezogen wird. Nun schauen wir uns folgende Situation an. Wir haben eine Feder, die wir jetzt hier an einer Wand befestigen. Und diese Feder wird im nächsten Schritt, sagen wir, zusammengepresst. Und im Gegensatz zu der Situation hier oben kommen folgende Größen ins Spiel. Und zwar haben wir jetzt einmal die Federkraft, die unserer Einwirkung entgegenwirkt. Und die
Wenn wir die Feder jetzt zusammenpressen, verrichten wir jetzt eine Arbeit entlang dieser Kraft, und die Strecke, die wir dabei zurücklegen, bezeichnen wir hier mit S, und das ist im Prinzip die negative Ausdehnung von dieser Feder. Wir schieben das Stück der Feder nach da und überwinden dabei entlang der Strecke S die Kraft F-Feder. An dieser Stelle haben wir ein kleines Problem, und zwar die Federkraft F-Feder ist nicht konstant. Das wissen wir aus dem Hooke'schen Gesetz. Sie hängt nämlich nach dem Hooke'schen Gesetz von der Strecke S ab. Ja, also einfach die Strecke multipliziert mit der Kraft. Das wird jetzt nicht das richtige Ergebnis liefern, weil je nachdem, wie groß diese Strecke ist, ändert sich diese Kraft. Das heißt, in jedem so kleinen Schritt wird sich dieser Wert hier ändern. Aber wie man jetzt mit sowas umgehen kann, haben wir uns schon bei der gleichmäßig beschleunigten Bewegung angeguckt. Dort wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlichen Strecken zurückgelegt, und wir konnten dennoch zu einem Zeitpunkt zurückgelegte Strecke berechnen. Und mit einem ähnlichen Trick, eigentlich mit dem gleichen Trick, werden wir jetzt hier die Spannenergie oder die Spannarbeit bestimmen. So, wir machen das Ganze erstmal grafisch. Und nach dem Hooke'schen Gesetz, was ich jetzt etwas verändere, und zwar ignoriere ich das Vorzeichen dieser Federkraft, haben wir eine Proportionalität zwischen der Federkraft und der Ausdehnung der Feder, beziehungsweise hier von dieser Strecke S. Das ist ja zahlenwerttechnisch das Gleiche. Und wir wollen ausrechnen, wie groß ist die Arbeit, wenn wir eine bestimmte Strecke S, wenn wir die Arbeit über eine bestimmte Strecke S verrichten. Und wir müssen jetzt in jedem Stück diese Strecke S mit der Federkraft multiplizieren. Und das führt uns dazu, dass die Arbeit, die wir verrichten, nichts anderes ist als der Flächeninhalt von diesem Dreieck, das von der Proportionalitätsgeraden hier gebildet wird, und von der S-Achse hier unten noch begrenzt wird. So, da ist ein rechter Winkel. Wir können also den Flächeninhalt berechnen. Das hier ist die Höhe, das ist die Grundseite, das heißt die Arbeit, die wir verrichten, ist erstmal dieser Flächeninhalt, und nach der Formel für den Flächeninhalt eines Dreieckes ist es ein halb mal die Höhe multipliziert mit der Grundseite. Die Federkraft können wir mit Hilfe des Hooke'schen Gesetzes ausrechnen. Das ist nichts anderes als die Federkonstante mal die Ausdehnung mal hier die Strecke. Und S kommt zweimal vor, und das kann man zusammenfassen. Die Arbeit, die wir verrichtet haben, ist also 1/2 mal d mal S zum Quadrat. Aus der verrichteten Arbeit können wir also die Spannenergie berechnen. Bei einer Ausdehnung S einer Feder mit der Federkonstanten groß d wird in der Feder die Spannenergie E Spann gleich 1/2 groß d mal S Quadrat gespeichert. Dazu eine kleine Bemerkung. Sowohl die Höhenenergie als auch die Spannenergie werden potenzielle Energie genannt. Was also mit E-Pot gemeint ist, hängt vom Kontext, in unserem Fall meistens von einer Aufgabe ab.
Und apropos Aufgabe, lasst uns jetzt die Spannenergie in einem praktischen Kontext anwenden. Wir schauen uns folgende Beispielaufgabe an. Wir haben einen Zylinder. In diesem Zylinder befindet sich eine Kugel und eine Feder. Nur wird jetzt diese Feder zusammengedruckt. Und wenn wir die Feder loslassen, wird die Kugel nach oben beschleunigt und wir werden uns am Ende fragen, wie hoch fliegt diese Kugel. Um das berechnen zu können, brauchen wir ein paar Angaben. Sagen wir, dass wir die Feder um 10 cm zusammenpressen. Die Masse der Kugel möge bei 10 Gramm liegen und die Federkonstante der Feder, sagen wir, 30 Newton pro Meter. Wie gesagt, die Frage ist, wie hoch springt die Kugel nun? Und das Ganze kann man mit einem Energieansatz lösen. Wir setzen die Höhenenergie und die Spannenergie gleich. Die Höhenenergie ist m mal g mal h und die Spannenergie haben wir jetzt gerade uns hergeleitet, 1/2 groß d mal s Quadrat. Da wir uns jetzt fragen, welche Höhe wir erreichen, müssen wir diese Gleichung nach h auflösen. Teilen also durch m und g. Das heißt, die Höhe ist nichts anderes als d mal s Quadrat geteilt durch 2g mal m. Wenn wir nun unsere Zahlen einsetzen, kommen wir zu einer Höhe von etwa 1,53 Meter, wenn ich mich jetzt beim Eintippen in den Taschenrechner nicht vertan habe.